Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier mein drittes Video zum Thema Cannabis-Legalisierung. Wird jetzt legalisiert oder nicht? Es gab ja vor einigen Tagen Berichte von Spiegel und anderen Newsmedien, die sagen, die kommende Regierung hat sich geeinigt auf eine Cannabis-Legalisierung. Dann einen Tag später kam dann ein Artikel von Legal Tribune Online, die sagen, nee, so stimmig ist das gar nicht so. Das finale Wort wurde noch nicht gesprochen. Direkt als ich diese News sah, dachte ich mir, ah okay, vielleicht war das doch nicht so 100% korrekt, was der Spiegel gepostet hat. Deswegen habe ich schnell ein Video aufgenommen und bin dann zum Bowlen gegangen. Und ich bin dann davon ausgegangen, dass wenn ich vom Bowlen zurückkomme, Spiegel und Co. bei all ihren Artikeln irgendwie so eine Anmerkung haben werden, sowas wie, ah, das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen, es wird da noch weiter verhandelt und so weiter. Aber das Gegenteil ist eingetreten, die News hat sich sogar noch international verbreitet, also US-Medien haben schon geschrieben, yo, German Government decides to legalize Cannabis. Und auch Spiegel hat noch einen draufgesetzt und hat so eine Mini-Doku gemacht, wo sie so ein bisschen andeuten, dass bald die Legalisierung kommt. Was auch sehr weird ist, dass sie in der Doku zum Beispiel das hier sagen. Selbst wenn Cannabiskonsum nun erlaubt wird, für Bastian ändert sich wohl wenig. Die Legalisierung des privaten Anbaus strebt keine der drei Ampelparteien an, sondern eine kontrollierte Abgabe in lizenzierten Geschäften. Und das stimmt halt einfach nicht. Man kann halt an dem Gesetzentwurf der Grünen sehen, dass die durchaus auch den Anbau legalisieren wollen. Keine Ahnung, wie Spiegel darauf kommt. Viele waren ja dann der Meinung, dass ich mein erstes Video runternehmen sollte oder so, weil es ja dann eine Fake News war. Aber ich weiß nicht, ob die Leute nur den Titel gelesen haben von meinem zweiten Video. Aber ich erläutere dann, dass es ja jetzt keine komplette Fake News von Spiegel war, meiner Einschätzung nach. Also es war nicht so, dass Spiegel einfach so, ich glaube, die haben sich darauf geeinigt, erfinden wir das mal. Sondern ich gehe davon aus, dass es durchaus stimmt, dass sie da schon sehr weit in den Verhandlungen sind und dass sie schon krasse Entwürfe am Start haben, wie sie das Ganze legalisieren wollen. Nur einfach, dass da noch nicht das letzte Wort gesprochen wurde, dass sie sich noch nicht geeinigt haben, wie jetzt genau die Legalisierung aussehen soll. Das ist meine Einschätzung, wenn man sich diese scheinbar widersprechenden Artikel anschaut. Und viele haben auch in den Kommentaren angemerkt, und da muss ich auch zustimmen, dass diese News von Spiegel nichtsdestotrotz eine sehr geile Sache für die Legalisierung war. Selbst wenn man sagt, ja okay, es stimmt nicht, dass da schon das letzte Wort gesprochen wurde, so wie man es meinen könnte, wenn man den Spiegelartikel gelesen hat. Dadurch, dass das Feedback von dieser News sehr positiv war, wird die Ampelkoalition nochmal ultra krass unter Druck gesetzt, dass sie das auch wirklich umsetzen. Also es hört sich jetzt irgendwie an wie so ein bisschen eine esoterische Aussage, aber vielleicht könnt ihr mir bei folgender Sache zustimmen. Ich finde irgendwie, es ist schon einfach die Legalisierungsstimmung in der Luft so. Man hat irgendwie das Gefühl, dass der Zug der Legalisierung jetzt unaufhaltbar geworden ist. Ja, ich weiß, es gibt da noch die Sache mit dem Bundesrat, aber trotzdem bin ich mir wirklich sehr sicher, dass innerhalb der nächsten 4 Jahre legalisiert wird und ich würde sogar auf das erste der 4 Jahre tippen. 31. März 2022, um das nochmal zu wiederholen. Es gab ja einige Leute, die mein erstes Video gesehen haben und sich mega gefreut haben und dann haben sie mein zweites Video gesehen und dachten sie sich, ah Mist, jetzt habe ich mich umsonst gefreut. Jetzt hatte ich umsonst diese ganzen positiven Emotionen. Nein, warum konnte das passieren? Aber ich denke, es ist nach wie vor Grund, sich zu freuen. Die Legalisierung wird kommen. Gönnt euch was in meinem Shop. Checkt meine Social Media Kanäle aus. Instagram, Telegram, Discord. Ist alles unten verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.